Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man Smartphone-Footage mit Hilfe von LUTs auf großes Kino trimmen kann. Das LUT dient in dem Fall tatsächlich nur als Grundlage, um möglichst schnell auf den Look zu kommen. Und das Ganze wird dann Szene für Szene angepasst und weiter bearbeitet und mit zusätzlichen Notes versehen. So könnt ihr aus einem fertigen Kauf-LUT euren eigenen Look machen. Und da schauen wir uns das an. Mein Kumpel Rainer Wolf war mit seinem Lieblingsdarsteller Anthony in den Dörren der Klippen bei Ibbenbüren unterwegs und hat einen auf Herr der Ringe gemacht. Gedreht wurde ein Film mit Pro, meistens in 10-Bit-Auflösung, mit einer anamorphen Linse auf einem B-Script Pro-Adapter, der auf einem Gimbal befestigt war. Also cooles Setup. Dabei kamen tolle Clips raus, die mir der Rainer geschickt hat. So sehen die im Original aus. Es ging darum, dem Ganzen einen zusammenhängenden Look zu verleihen und das Ganze rund zu machen und ein entsprechendes Shot-Matching vorzunehmen. Wie ihr sehen könnt, sind wir in DaVinci Resolve 17. Ich habe mir das Material in eine leere Timeline gezogen. Jetzt wähle ich den Clip an, gehe auf Timeline und dort auf den Punkt Detect Scene Cuts. Und jetzt analysiert DaVinci Resolve für mich automatisch alle Schnitte, die in dem Clip vorkommen. Das funktioniert relativ gut. Dann nur noch kontrollieren und dann habe ich die Clips einzeln vorliegen. Suchen wir uns einen Hero Shot, dann wählen wir uns den Clip an und gehen in die Color Page. Im ersten Schritt öffnen wir unseren LUT-Browser und gehen dort in unsere Smartphone Pro LUTs. Und jetzt gucken wir uns einfach mal kurz an, was würde denn von Look und Feel am besten passen. Man kann einfach über das Thumbnail drüber gehen und das Ergebnis wird einem sofort angezeigt. So hat man relativ schnell einen Überblick, ob das funktioniert oder nicht. Battlefield-Geschichten gefallen mir eigentlich schon mal ganz gut. Das ist natürlich too much. Ja. Bunker sind für eine andere Situation gedacht. Gladiator, auch ganz cool. Joker passt hier gar nicht. Der hier auch nicht. Der gefällt mir sehr gut. Unser Sicario-Look. The Boat ist mal ein bisschen too much. Ich würde sagen, wir nehmen den Sicario. Apply LUTs to current node. Und jetzt kann das Ganze losgehen. Und auf Grundlage dieses LUTs bauen wir jetzt unseren Look. Ich wechsle in die finale Bearbeitung und zeige euch mal Schritt für Schritt, wie wir diesen Look zu unserem eigenen gemacht haben. Nicht erschrecken, es sind hier mehrere Nodes. Ich habe meinen Standard Node Tree verwendet und entsprechend modifiziert. Wir schalten mal alles aus. Hier sehen wir unser LUT-Node allein. Und wie wir erkennen können, okay, da kann man noch ein bisschen was machen. Da gibt es zwar die Grundrichtung vor, aber da gibt es noch viel Spielraum nach oben. Ich zeige euch, wie wir das gemacht haben. Und zwar habe ich in der ersten Ebene drei Nodes, die dem Ganzen vorgeschalten sind. Die sogenannten Control Nodes für mein LUT. Mit denen fangen wir mal an. Erster Node, eine Noise Reduction. Kommt in diesem Fall gar nicht zum Einsatz, wenn wir sie nicht gebraucht haben. Dann kommt eine Belichtungskorrektur. Schalte ich mal ein und aus. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ein bisschen die Highlights rausgenommen und das Ganze versucht, in ein bisschen mehr so eine Kino-Range zu drücken. Dann haben wir die Farbbalance. Da ist bei dem Node auch gar nicht so viel passiert, weil das grundsätzlich schon gepasst hat. Ich zeige euch später ein Beispiel, wo wir das gebraucht haben. Und dann kommt die LUT drauf. Nächster Node ist eine Kontrastkurve. Schalte die mal an. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir, ich habe die Kurve nur für die Luminanz gemacht. Dadurch kann ich gezielter einfach nur die Helligkeit bearbeiten. Ich zeige euch mal den Unterschied, wir machen es mal wieder rückgängig. Wenn ich jetzt die Standardeinstellung nehme, dann werden automatisch die Farben mit beeinflusst und das möchte ich in dem Fall einfach nicht. Also nur die Luminanz. Eine leichte Anpassung, ganz leichte S-Curve. Das kann man nicht so dramatisch machen, wie man das gerne möchte. Im nächsten Schritt habe ich mit Farbanpassungen gespielt. Ihr seht ja relativ deutlich den Unterschied. Und zwar habe ich das erreicht durch verschiedene Hue versus Curves. Hier habe ich einmal den Farbton unseres Nadelwalds verschoben. Deutlich in Richtung Grün. Mit Hue versus Hue
wo wir den Wert direkt verschoben haben. Dazu kann man sich den Wert mit diesem Symbol picken im Bild, erhält dann einen Kontrollpunkt und kann den entsprechend modifizieren. Weiterer Punkt war Hue versus Luminance. Ich habe das Ganze ein bisschen abgedunkelt. Ansonsten habe ich in diesem Node die Sättigung generell abgesenkt von 50 auf 42. Dann habe ich mir eine Vignette gemacht. Wie immer arbeite ich mit einer zweigeteilten Vignette. Schaut man uns das mal ein. Die Vignette habe ich getrackt mit einer schönen, weichen, soften Kante. Und ich habe einmal den Node für außerhalb, das ist hier, und einmal den Node für innerhalb. Und kann mit den beiden sehr schön den Fokus des Betrachters lenken. Gemacht habe ich das über eine Kurve. Dann gibt es nur noch ein leichtes Sharpening. Schauen wir uns mal die Werte an. Wirklich 50 ist der Normalwert. Ich habe es einfach ein ganz klein bisschen nachgeschärft. Nicht viel, nicht dramatisch. Und dann habe ich noch einen Node eingesetzt, den ich jetzt mal Film genannt habe. Da drin habe ich einen Bloom-Effekt eingesetzt. Ich arbeite hier mit dem Dehancer-Plugin. Das habe ich schon ein paar Mal verwendet. Ich habe auch ein ausführliches Review über diesen Dehancer gemacht. Ich verlinke euch das oben in der Infobox. Ich habe viele Einstellungen überhaupt nicht verwendet in dem Fall. Die klappen auch mal zu, damit es nicht verwirrt. Einzige, was davon kommt, ist der sogenannte Bloom-Effekt, der dafür sorgt, dass die Lichter so schön analog ausfransen, wie man das von Film kennt. Dazu gibt es einen schönen Maskierungsmodus. Da kann man jetzt mittels Highlights und Details genau die Bereiche definieren, worauf der wirkt, die hellen Bereiche. Kann einstellen, wie stark die Überstrahlung ist. Kann die Diffusion einstellen und hat so einen sehr, sehr schönen Effekt, der dazu beiträgt, dass das Ganze homogen einfach ausschaut. Achtet auch mal auf sein Gesicht. Es wird wirklich schön beleuchtet, wie wenn das Schwert wirklich glüht. Ja, das war der Look. Vorher, nachher. Wir gehen mal auf die Großdarstellung. Das war das Original. Das ist die Bearbeitung. Diesen Look habe ich jetzt auf die anderen Szenen übertragen und entsprechend angepasst. Grundlage war immer dieser Node Tree. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Da war es relativ einfach. Alles, was vorzunehmen war, waren ein paar Korrekturen. Hauptsächlich von der Vignette, dass die dort sitzt, wo sie hingehört. Ein bisschen Belichtungsanpassung fertig. Mit dem Clip hier musste einiges mehr gemacht werden. Man sieht im Original schon, der hat eine völlig andere Belichtung und einen anderen Weißabgleich. Hier kommt der Balance Node zum Einsatz. Ich habe hauptsächlich mit Offset gearbeitet und habe kräftig den Look in Richtung Rot-Orange verändert. Das gleiche gilt für diese Szene. Im Original sieht sie so aus. Also von der White Balance ganz woanders. Auch die Belichtung ist ein bisschen anders. Rainer hat mir gesagt, dass er manche Szenen in einer leichten Zeitlupe gedreht hat. Und das konnte er innerhalb von Filmic Pro nicht in 10-Bit-Auflösung machen. Er musste da wechseln in die 8-Bit-Auflösung. Der Balance Node ist ja sehr wichtig. Ansonsten die üblichen Exposure-Anpassungen und alles wie in den anderen Bereichen auch. Die Vignette ist hier von Hand animiert. Hier haben wir eine sehr schöne Gegenlichtszene, so sieht die im Original aus. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen atmosphärischer zu gestalten. Das wäre meine Bearbeitung. Wir haben meinen Standard Node Tree. Vignette habe ich in dem Fall ausgeschalten. Und es gibt einen neuen Node, der nennt sich Rays. Wenn ich den mal ein- und ausschalte, seht ihr hier, diese Lichtstrahlen, das ist ein Plugin, das in DaVinci Resolve mit enthalten ist in der Studio-Version. Das sind die Light Rays. Die habe ich draufgeschmissen und animiert. Seht ihr hier diesen kleinen Kontrollpunkt? Den habe ich auf die Sonne gesetzt und habe den animiert. Damit kann ich die Richtung der Rays verändern. Und dann habe ich noch ein bisschen mit dem Effekt gespielt. Ich habe einen Composite Mode Screen verwendet, im Unterschied zur Normal.
und habe das Ganze mit Global Blend ein bisschen heruntergeregelt. Die normale Intensität wäre 1, das war mir too much. Diese Light Rays in Verbindung mit Bloom sorgen für den besonderen Look der Szene. Es kam ein paar Mal vor, auch hier haben wir so eine Szene. Sehr schönes Gegenlicht. Auch hier wurden die Rays animiert und eingesetzt. Wirklich nur ganz leicht, aber so ein schöner Hingucker-Effekt. Dann haben wir noch die allererste Szene. Da hat der Rainer die Letterbox animiert, sehr schöner Effekt. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass es ein bisschen kontrastiger ist und ansonsten unserem Overall-Look entspricht. Da der Rainer mit der Anamorphen-Linse im Verhältnis 1.55 gearbeitet hat und diese bei uns im Output-Blanking nicht zur Verfügung stehen, habe ich mir mein eigenes Blanking gebastelt. Dazu gehen wir hier unten auf den Punkt Sizing und wählen an Output-Sizing. Dann sehen wir, hier oben wechselt er in den Bereich Timeline. Wir sind jetzt also nicht Clip-bezogen, sondern Timeline-bezogen. Und ich habe hier die Möglichkeit, das Blanking zu beschneiden. Und zwar habe ich es oben beschnitten und unten beschnitten. Zeige ich mal, was passiert, wenn wir das mehr machen würden. Und so habe ich mir mein eigenes Output-Blanking gestaltet. Dann haben wir noch eine Szene, die ein bisschen raussticht. Das ist diese hier. Eine super schöne Hero-Scene. Da habe ich ein bisschen mit den Kontrasten gespielt und habe auch hier die Light Rays eingesetzt in Verbindung mit unserem Bloom. Und da sieht man schon ein schönes Überstrahlen zwischen den Ästen, wie so Gottesfinger. Auch hier haben wir das Ganze animiert, der Sonne hier oben angepasst. Auch hier sieht man das super schön, die Dramatisierung durch die Rays. Ich schalte sie mal weg. Finde ich ein sehr stimmiges Ergebnis. Und dann gibt es noch die Schlussszene, die mir sehr, sehr gut gefällt. Im Original schon spannend, aber hier jetzt deutlich dramatisiert. Auch hier unseren Grund-Note-Tree, so wie wir ihn immer haben. Zusätzlich habe ich hier anstelle von Sharpness einen kleinen Radial Blur mit dazugegeben, den ich mal ein- und ausschalte. Hier wechseln wir auf Großdarstellung. Und jetzt schieben wir mal den Kollegen bisschen weiter rüber. Ihr seht schon hier die Begrenzungen der Linse. Da gibt es leichte Doppelbilder. Um das ein bisschen anzugleichen, habe ich zusätzlich jetzt einen Blur-Filter eingesetzt. Dann ist es jetzt einfach künstlerisch gewollt und kreativ. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis bald, wir sehen uns.